Mein Name ist Luca und meine lieben Freunde, wir machen heute eine Reise durch unseren Körper. Ich habe keine Ahnung, was uns hier erwarten wird, aber es hörte sich interessant an. Perfekt, let's go, der Hase. Es geht los. Ich muss ehrlich sein, es ist ziemlich nass und warm hier drin. Okay. Der Mund ist das Tor zum Verdauungssystem. Dieses System wurde speziell entwickelt, um Lebensmittel in nützliche Nährstoffe umzuwandeln, die dich mit Energie versorgen und deinen Zellen helfen zu wachsen. Ich würde die Karotte dennoch vorher schälen, bevor sie hier gegessen werden. Und oh mein Gott, der hat die hübschesten Zähne, die ich hier gesehen habe. Wow. Sobald du also den ersten Bissen nimmst, schaltest du die Verdauungsmaschine ein. Da würde ich auch noch das Grün abschalten. Den würde ich auch verarbeiten, bevor man den isst. Um den Prozess zu erleichtern. Speichel ist praktisch, da er sich mit Lebensmitteln vermischt und sie noch mehr zersetzt. Auf diese Weise muss der Wagen nicht ganze Brocken an Nahrung verdauen. Übrigens, hier ist ein Fun Fact. Die Speichelmenge, die du in einem Jahr produzierst, könnte 2 mittelgroße Badewannen füllen. Ich habe gerade nochmal Speichel runtergeschluckt. Das macht mir so unterbewusst. Ich habe mir das auch schon oft gedacht, wenn man irgendwie spucken müsste, wenn man einfach in so ein Glas spucken würde und irgendwann hätte man so ein ganzes Glas voll Spucke und am Ende des Jahres macht man dann eine Wette mit einem Kollegen, jeder sammelt das und einer von beiden muss dann das Glas vom anderen trinken. Boah, das muss so ekelhaft sein. Aber egal, wir schauen uns weiter die Reise durch unseren Körper an. Den Schacht herunter. Hui. Wir gehen jetzt in den Rachen. Sie nennen das auch den Pharynx. Oh oh, eine Gabelung entlang des Wegs. In welche Richtung soll ich gehen? Elmene Mo. Schaut so aus, als ob wir hier lang gehen müssen. Okay. Warte, ich glaube, ich bin falsch abgebogen. Warum zittert alles? Oh, der arme Mensch hustet wie verrückt. Jemand gibt ihm einen schönen Klaps auf den Rücken. Los geht's, wir kommen wieder hoch. Tut mir leid, Kumpel. Also ich bin wirklich ohne Erwartung an dieses Video reingegangen, aber die versuchen wirklich für Dreijährige darzustellen, wie Essen vom Ursprung, also vom Mund, unten wieder rauskommt. Ich finde, die könnten ein bisschen schneller auf den Punkt kommen. Das war knapp. Ich wäre fast in der Lunge gelandet. Jo. Das wäre nicht gut gewesen. Nee, das wäre unentspannt gewesen. Ich bin wieder auf dem Weg. Also versuchen wir es noch einmal. Ich bin korrekt in die richtige Röhre abgebogen, die den anspruchsvollen Namen Ösophagus trägt. Ich nenne es gern die Essensrinne. Aber ja. Und genau mit solchen kleinen Autoscooter-Karts fährt unser Essen dann runter. Oh, wie komme ich weiter runter? Ah, ich verstehe. Die Muskeln in den Wänden der Speiseröhre dieses Mannes drücken sich hinter mir zusammen und entspannen sich vor mir. Diesen Prozess nennt man Peristaltik und er bewegt mich durch das Verdauungssystem. Okay. Ein paar Sekunden später und wir haben jetzt das Ende des Tunnels erreicht. Aha. Es gibt hier einen Muskel, der sich öffnet, um Nahrung in den Magen zu lassen. Das sieht jetzt schon aus wie ein Arschloch. Sie davon abhält, wieder in die Speiseröhre zu gelangen. Es ist irgendwie wie die Transportsicherheitsbehörde. Ich bin nur ein Tourist hier, Sir. Bitte lassen Sie mich rein. Juhu! Ich bin durch die Klappe und in den Magen gelangt. Es erinnert mich an einen Beutel und lass mich diese Bänder ausprobieren. Wow, sind die stark. Es sind alles Muskeln hier. Ich bin eigentlich nicht überrascht. Der Magen hält, mischt und malt das Essen zu Brei. Also muss er ziemlich stark sein. Oder man kaut halt zu Beginn erstmal richtig. Dann hat der Magen nämlich weniger zu tun. Deswegen trinke ich auch voll häufig so Kohlenhydrat-Shakes. Klar, das ersetzt keine Mahlzeit, aber auch beim Essen immer gut kauen. Meine Mom sagt immer 30 Mal kauen. Klar, das macht man nicht. Gerade bei Nudeln oder Spaghetti kaut man deutlich weniger. Aber man soll eigentlich häufiger kauen. Was ist das? Das brennt wie verrückt. Au, 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 heiß. Magensäure. Ich muss aus dieser Magensäure raus, sonst werde ich mich in Flüssigkeit oder Paste verwandeln, wie das Truthahn-Sandwich da drüben. Okay, ich bin vorbereitet. Ich habe dieses handliche kleine Gerät mitgebracht, das mich in eine schützende Blase hüllt. Dein Essen hat das normalerweise nicht. Aber ich habe gute Beziehungen. Ich muss nur diesen Knopf drücken. So, jetzt kann ich den ganzen Weg mit dir reden. Okay. Also wir kriegen unseren Körper erklärt mit Theo der Traube und einer Blase, wo er auch seinen Rucksack jetzt mit drin hat. Gut. Nächster Halt, der Dünndarm. Was ist der Unterschied zwischen Dünndarm und Dickdarm? Das habe ich nicht verstanden. Also klar, der Dünndarm ist länger und deutlich dünner und der Dickdarm ist dicker, aber warum brauchen wir 2 Darme? Darms, keine Ahnung. Dieses lange, gewundene, schlangenförmige Organ besteht aus 3 Teilen. Wenn ich lange sage, meine ich es ernst. Wenn du ihn ausbreitest, was ich nicht empfehle, weil du ihn aufrollen musst und er ist in dir, bekommst du einen Schlauch, der über 6 Meter lang ist. Ja, das ist so lange, wie eine Giraffe groß ist. Alles in deinen Unterleib gestopft. Ich muss sagen, es ist ziemlich warm hier drin. Fühlt sich fast wie ein tropisches Resort an. Außer, dass ich in einem Meer von Gallenflüssigkeit bin. Oh ja,
Ich bin in meiner kleinen Blase geschützt, keine Sorge. Gallenflüssigkeit ist entscheidend, um Fett zu verdauen und alle Abfälle aus dem Blut zu entfernen. Ich bin ganz ehrlich, ich finde es gerade ein bisschen ekelhaft, mir das anzugucken, ne? Und zu wissen, ich habe gerade Fett gegessen und ich habe mir so Vollkornbrote gemacht mit so Spiegelei drauf, Avocado-Creme mit Tomaten, Salz, Pfeffer, alles drüber, richtig geil. Und das ist jetzt irgendwo gerade bei mir hier drin im Bauch. Und wird verarbeitet. Das ist schon eine weirde Vorstellung. Also sei dankbar, dass deine Leber sie produziert. Deine Bauchspeicheldrüse unterstützt den Prozess auch mit einigen guten Enzymen. Und das Ding da drüben, das wie eine Birne aussieht, das ist die Gallenblase. Mhm. Sie befindet sich unter der Leber und hält die Gallenflüssigkeit fest, okay, bis der richtige Moment kommt. Mann, das Ding ist wirklich aufgewickelt, was? Mir wird etwas schwindelig von den Drehungen und Wendungen. Aber es gibt kein Zurück mehr. Diese zusammenziehenden Darmwände bringen mich immer weiter nach vorne. Sieht so aus, als wäre ich schon im letzten Abschnitt des Dünndarms und komme zum nächsten Teil meiner Reise. Dem Dickdarm. Dem Dickdarm. Mhm. Auch bekannt als das Kolon, ist es ein Muskelschlauch, der 1,5 bis 2 Meter lang ist. Halte dein Handy fest. Wieso soll ich denn jetzt mein Handy festhalten? Hä? Ich bin umzingelt. Sie kommen näher. Es sind... Bakterien. Es sind Bakterien. Gute und schlechte. Hier sind unzählige von ihnen drin. Oh, hat diese Person einen Darmparasiten oder so? Nee, ich glaube sogar nur gut. Also es können schlechte drin sein, aber eigentlich sind das gute Bakterien. Nein, der Darm braucht gute Bakterien, die ihm helfen, Nahrung, Vitamine und Nährstoffe abzubauen, damit dein Körper sie nutzen kann. Was geht, Leute? Hey, was ist das kleine, lose Ding da drüben am Eingang? Ah, das muss der Blinddarm sein. Blinddarm gibt's auch noch? Ja. Dickdarm, Dünndarm, Blinddarm, gibt's auch noch einen Taubdarm? Er hilft nicht viel, außer vielleicht Bakterien zu beherbergen, die möglicherweise in den Darm abgegeben werden müssen. Mhm. Er hat auch einiges an Gewebe, das für dein Immunsystem nützlich ist. Aber okay, er ist meistens eine nutzlose kleine Sache, sodass die Menschen auch noch ohne ihn leben können. Hey, wow, wenn sich dein Blinddarm entzündet, wird ein Arzt ihn aus dir herausschneiden. Der ruft mich immer an, wenn ich aufnehme. Wir können zum Kendrick-Konzert, ich hab Karten. Kendrick Lamar? Ja. Nee, ich hab gleich Podcast auf. Ich kenne auch kein einziges Lied von dem. Ja, ich kenne auch kein Lied. So ein Donker-Fan. Wir sind jetzt im Dickdarm. Mhm. Und ich bin froh, dass es hier drin etwas geräumiger ist. Hätte ich nicht meine ausgefallene, streng geheime Schutzblase eingepackt, würde ich jetzt mit dir als flüssiger, gelblicher Abfallbrei sprechen. Das ist vielleicht auch ganz schön, weil dann würdest du ja nicht mehr deine Schnauze halten, du dummer Theo-Trauben-Arsch. Wenn mich diese Muskelkontraktion durch den Dickdarm schieben, würde ich das ganze Wasser aus mir herausgesaugt bekommen. Meine endgültige Form, Stuhl. Ja, das ist das Ding, ne? Alles, was wir essen, wird verarbeitet, indem dem die ganzen Nährstoffe und Wasser und alles entzogen werden. Und das ist einfach nur noch Scheiße. Das heißt, wenn ihr Scheiße esst, ist dort nichts mehr drin, mit dem der Körper was anfangen kann. Es wird genauso wieder rauskommen oder wahrscheinlich schon durch den Mund dann wieder raus. Immer noch eine Menge Bakterien überall. Sie sind wirklich hart bei der Arbeit, was? Nun, es dürfen nicht zu wenige oder zu viele sein. Sonst hättest du Verdauungsprobleme, wie Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Sie spielen eine große Rolle für dein Immunsystem und deshalb hast du Billionen von ihnen in deinem Darm. Weiter so, Leute. Ich bin auf dem Weg durch den linken Dickdarm. Wenn er zu voll mit Stuhl wird, beschließt er alles in das Rektum zu werfen, weil er nicht alles alleine halten kann. Es dauert normalerweise etwa 36 Stunden, bis das, was von deiner Nahrung übrig ist, nicht mehr viel, nur Abfall, diesen Punkt erreicht hat. Was? No joke, wenn ich mittags richtig fett koche, muss ich schon am Abend fett scheißen. Ist das jetzt ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? Das Rektum ist eine gerade Kammer, die etwa 20 cm lang ist. Es hat spezielle Sensoren, wie diesen oder jenen dort, die dich wissen lassen, wenn es etwas gibt, das du loswerden solltest. Sie senden ein Signal an das Gehirn, wenn Stuhl oder Gas raus wollen. Das ist ungefähr die Zeit, in der ein Gedanke in deinem Gehirn auftaucht. Oh, ich muss auf die Toilette. Mhm. Wenn der Moment für dich passt, das heißt, du findest eine Toilette, entspannen sich die Schließmuskeln und tada, dein Stuhl macht einen Abgang. Aber tschüss. Warum kackt er Mülltonnen? Naja, ist auch egal, ich habe viel zu viele Fragen, aber wir sehen ja schon, dass jetzt hier wir gerade am Ende sind. Die Kacke geht unten raus, verlässt den Körper und von daher ist auch das Video zu Ende. Ich bin ganz ehrlich, das meiste wusste ich schon, weil ich in Bio bei diesem Thema sehr, sehr doll aufgepasst habe, weil ich mich sehr doll für meinen eigenen Körper interessiere. Ihr wisst ja, ich achte eigentlich sehr auf meine Ernährung, ich rauche nicht, ich schlafe mal genug. Klar, ich trinke ab und zu Alkohol, aber weniger. Allerdings würde ich an der Stelle das heutige Video jetzt auch beenden, meine lieben Freunde. Lasst gerne einen Daumen hoch unter diesem Video hier da, wenn es euch gefallen hat. Abonniert meinen Kanal und klickt auf die Glocke, um weitere Videos nicht zu verpassen. Ich gehe jetzt zum Kendrick Lamar Konzert oder
Auch nicht, ich weiß es noch nicht.